Startwagen gestartet, sondern sozusagen durch die Startuhr. Und wie gesagt, jeder Fahrer macht das so ein bisschen locker nacheinander nach den Startnummern, die vergeben wurden. Und jetzt, so langsam rollt auch unsere Wanderer her, das Modell aus dem Jahr 1914 an den Start. Top restauriert ist, wie gesagt, im letzten Jahr Sieger des FIFA Concours für das authentischste Fahrzeug. Eine weitere Douglas und auch hier ist es so, man tritt die also ein bisschen an, dann betreibt die Sorge dafür, dass die Fahrzeuge ins Rollen kommen. Das war jetzt sozusagen schon die Erfahrung. Eine weitere Douglas aus dem Jahr 1914, ein 4-Steuer-PS-Modell. Immer wieder faszinierend auch, dass die Fahrzeuge ihren Originalrad noch tragen, zum guten Teil. Hier dann als Abwechslung eine restaurierte Maschine, eine Royal Enfield aus England, ein V12-Motor, Schaltbügel. Und eben wie gesagt auch mal wichtig, dass die Fahrer richtig historisch authentisch bleiben. Mit Breeches-Hose und Lederhelm und auch das Zubehör ist also aus jeder Zeit, beziehungsweise stilistisch richtig mit dabei. Ja, also das Verrückte an der Veranstaltung ist, normalerweise berichtet man, ja, ein Oldtimer, der muss mindestens 30 Jahre alt sein. Hier ist das so, dass wir Fahrzeuge haben, die haben mindestens ein Alter von 40 Jahren. Also das höchste Fahrzeug überhaupt, das hier mit dabei ist, ist ein kleines Boot, ein 1974er Honda DAX. Das ist das höchste Fahrzeug, alles andere sind Fahrzeuge, die hauptsächlich alte, vergessen, Motorradhersteller-Namen tauchen auf. Und auch wieder hier ein stehender Einzylinder, sogenannte Stichtank-Fahrzeuge aus der Messing-Ära. Wir sehen in der nächste, das ist auch eine Wanderer sein, die jetzt hier gerade mit dem stehenden Start durchgeht. Gerade sind auch mit dem originalen Zulassungskennzeichen. Das ist ja eine Arne Games, ein absoluter Originaler. Also merkt, der Wanderanteil ist sehr hoch, das ist richtig. Hier vorne macht sich jetzt eine ganz, ganz seltene Henderson zum Start bereit, Nummer 36 ist das, die also dann eben auch einen stehenden Einzylinder hat, diesen sehr, sehr langen Radstand. Zwischendrin eine BMW R62 von 1929, eines der ersten Boxermotorräder, die von BMW produziert wurden. Hier gerade die nächste Startrunde. Und eine weitere Wanderer im perfekt restaurierten Zustand des Ozean macht sich auf den Weg. So, jetzt auch das erste Dreirad wieder am Start, die Startnummer 47. Ein AMD-Rad mit Beiwagen, Nummer 42, läuft ebenfalls schon an. Ja, hier ein sogenannter Massenstart, würde man fast schon sagen. Zweites Dreirad noch dabei. Das war mit der 43 eine DSA von 1924 von Susanne John präsentiert. Die 46 macht sich bereit, eine Harley Davidson von 1925 von Hermann Massmann. Und daneben die 44, das ist eine Amateurs von Herrn Erik Bosco aus den Niederlanden. Mit Sozian, der gerade jetzt startet. Und die 47, wie gesagt, das Dreirad, das ist ein D-Rad 04, mit Seitwagen von 1945 von Albert Theken, zwischen einer Harley, Nummer 46 war das jetzt, von Hermann Massmann mit einer 1925 auch schon. Jetzt das D-Rad 04 mit Beiwagen. Wie gesagt, das war der Albert Theken, der jetzt hier in der Zeit gewartet hat auf den Start. Ja, den nächsten Start von Roland Hand, da haben wir jetzt eine MSU, verbündete Schwerträger. 2-Zylinder Motorrad, auch in leichter Vorform angewinkelt. Das sind oftmals Hubräume, die also nicht allzu groß sind, von dem man von 2,5 Kubikzentimeter und von 4 bis 5 PS, die man eben das Mittelstapel noch nicht wert. Das ist der Start 52, den ist 1926 von Axel Borchardt. Die Nummer 53 macht sich bereit. Die 53 ist eine Universell C1 von Siegfried Straßburg, die jetzt präsentiert wird, aus Selbstlos. Das war der
Michael Helle aus Großbritannien, der auch die Ehre hatte, bei der Eröffnung der Veranstaltung den Union Jack die Stadt war 56, den Hart Leders mit seiner Indian Scout und mit einem Matchlist, die von Michael Helle diskutiert wurde. 59 ist die Schipper von Timo Frenzel, gefolgt von der Sparte 58 der FN, der 60 von Christian Dane. FN, ein belgischer Motorradhersteller, FN steht für Fabrik National, ehemaliger Waffenhersteller, der eben auch in den Motorradbau eingestiegen sind, damals in den 20er Jahren in Belgien. Startnummer 60 rollt jetzt vor, das ist ein Jena 04 von Hermann Macke aus dem Jahr 1926. Perfekt und ja, knattert hier so ein bisschen die Ausdrucksrohre damals natürlich noch ohne Endschalldämpfer, wäre heute in Zeiten des strengen europäischen deutschen Streifen. Wir machen heute Start in ein Jena und der Ende die Nummer 62, das ist eine Triumph aus dem Jahr 1926. Die Deutschland steht für Meck als Ulmer, Motorradwerke, auf Motorrad und Autos, ein R42 jetzt im Rahmen durchgelaufen, aber meine ersten Boxenhörer. Die 67er Start. Thomas Seifert, der jetzt hier gerade durchfährt. Wunderschön restauriert, sehr farbenfroh. 70, die Startnummer 70, eine Sunbeam Longstroke von Harald Fiedler aus der Österreich. Auch er dabei bei der Flaggenparade am Freitag gewesen, eine von 7 vertretenen Nationen aus Europa. Dann jetzt die Startnummer 71, das ist also eine Monet Doyon aus 1923 von Franz Fieber, ebenfalls aus Österreich. Und die Nummer 74, ja, die warten noch ein bisschen auf ihren Start von der Startzeit hier. Jeder Fahrer hat ja seine individuelle Startzeit. Die 74 ist eine Wanderer K500 von 1928 vom Rainer Baldus. Und die 73, die Terro, die gerade durch das Ziel fährt, der Start fährt, ist die Terro NS von Rudolf Spörer aus dem Jahre 1927. Eine weitere Hulla von zarter Damenhand pilotiert, Startnummer 72, ist eine Hulla Standard von Anker Bilkerage. Und wie gesagt, die Nummer 74, das war die Wanderer von Rainer Baldus. Startnummer 75 ist eine NSU 251T aus dem Jahre 1928 von Erich Lommes. Gefolgt dann von einer L. Startnummer 78, das ist der Bergmüller UT. Von 1928, sehr modern, 1 von Robin Lewe. Startnummer 80 kommt auf den Start zu. Das D-Rad von 1925, Josef Garreis, D-Rad 04. Der sogenannte Spandauer Springbock, aufgrund der etwas eigenwilligen Rahmenkonstruktion 1928 von Henk van Eybergen aus den Niederlanden. Also eine wirklich internationale Besetzung. So, dann kommt hier was Seltenes, das ist die OD aus Dresden, aus der Startnummer 86. Und zwar ist das die Maschine von Jens Weißleder, der also hier uns dieses sehr, sehr seltene, fast einmalige Stück aus dem Jahr 1928 gezeigt hat. Finden Sie übrigens auch in unserem Journal, in unserem Veranstaltungsmagazin. Jetzt die 68, das ist das D-Rad 06 von 1927 von Herbert Diekerke, gefolgt von der Diamant 1928. Die uns von Andrea Niekerke präsentiert wird. Und hinten haben wir dann noch den dritten Beifahrer. Das dürfte dann eben der Indian Scout von Henk van Eybergen gewesen sein. Eine Standard, Startnummer 90 von 1928 von Stefan.